Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letztes Spiel haben wir verloren. Das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber bin halt nicht ruhig genug geblieben nach dem 2-1. Aber ich glaube, das ist jetzt ist sowieso so ein tiefes Brodeln in mir mit meinem kaputten Controller, aber egal. Ja, ich hätte einfach ruhiger bleiben müssen. Es war natürlich trotzdem total, zwei total behinderte Scheißtore vom Gegner wieder mal. Vor allem das zweite total lucky. Wir haben uns wunderschön rausgespielt und naja, trotzdem verloren. Aber wie gesagt, ich muss auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte trotzdem verloren, aber ich hätte einfach ruhiger bleiben müssen und das wollen wir jetzt hier versuchen. Come on, ich muss wenigstens Gold 3 schaffen. Pass hätte ankommen müssen. Scheint auch hier jemand von diesen zu sein, die sehr gerne, sehr schnell, sehr viel rumrennen. Das sollte eigentlich positiv für uns sein. Da wollte ich nicht hinpassen, aber es war auch dumm von mir. Was spiel ich denn gerade für eine Scheiße zusammen? Auf Bailey sollte der Ball natürlich gehen. Boah, krass, Lacazette abgelaufen. Ich muss nur noch im Ballbesitz bleiben. Oder halt, wir rennen mit. Oh, ey, Ast Schmelzer, richtig geil, wie der Lacazette den Ball abläuft und dann rennt er damit ins Aus. Mann, Mann, Mann. Tolisso macht zum Glück ein bisschen besser als Schmelzer. War auch gegen Eriksen, nicht gegen Lacazette, aber. Damit Alaba nicht passiert. Oh, wir waren zu, er war zuletzt dran, nice. Schön in die Hacken gespielt.
Gefällt mir nichts, gefällt mir gar nicht. Der Gegner ist gar nicht so gut und wir machen wieder nur Scheiße. Ja, mein Controller hat genau beim Schuss aufgehört zu funktionieren. Schon wieder. Oh, Controller, jetzt raff dich doch wieder. Oh, ich weiß nicht, was los ist, aber jetzt dreht er wieder komplett durch. So, ich hoffe, er liegt jetzt in einer Position, wo erstmal nichts mehr passiert. Boah, es ist so zum... Was, wir haben nullmal geschossen? Ich muss jetzt wechseln. Ich habe eigentlich gar keinen Bock zu wechseln. Ich hatte schon im letzten Spiel keinen Bock zu wechseln. Ich weiß nicht wieso, aber... Hier habe ich überhaupt keine Lust. Wir haben nullmal geschossen. Das ist so schlecht. Da muss ich wechseln. Ha, geil. Weiß ich nicht, was... Ich versuche gar nicht drüber nachzudenken. Immerhin mal der erste Schuss. Oh, ey, es läuft gerade so scheiße.
Läuft echt gerade nur komplett beschissen. Und ich kann nicht richtig erklären, wieso. Fick dich. Da muss es natürlich so ein verschissenes. Hab nicht das Gefühl, dass ich damit besser klarkomme. Ich spiele einfach scheiße, Mann. Der Gegner ist echt nicht gut und ich spiele beschissen. Ah, Glückwunsch zu deinem Lackertor. Wie kann er denn den nicht reinmachen? Oh Mann! Drück zweimal auf Schießen, flach. Bringt natürlich nichts, er macht ihn nicht rein. Arangis. Er muss wahrscheinlich wieder aus 100 Meter Entfernung schießen, dann wird es wahrscheinlich wieder ein Tor. Muss es halt Gnabry machen, Bums. Vorlage immerhin, wenn er Arangis. So, und jetzt gewinnen wir dieses verdammte Spiel noch. Natürlich mit rechts wieder. Goal for the visitors. Number 13, Sergi Gnabry. Schöner Schuss, schade. Aber wie gesagt, Goretzka ist auch nicht der beste Distanzschütze. Wir brauchen halt Vidal. Stehen wir auch deutlich besser. So, jetzt machen wir mal einen Kopfballtor nach einer Ecke, oder? Oder halt auch nicht. Sehr gut. Ha, komm, wir schießen mal aus 500 Metern. So, wo stehen seine Spieler? Das ist mir zu riskant. Ich hau den jetzt einfach auf dem Origi, glaube ich. Das Kopfballstark, wobei. Ich hau ihn einfach ganz raus, es gibt Verlängerung, was soll's.
Och, Goretzka, warum machst du denn den nicht? Mann! Egal, wir haben in der zweiten Hälfte deutlich besser gespielt als in der ersten. Wir werden jetzt auch noch hier noch ein Führungstor schießen. Och, Goretzka, erst dieser gute Distanzschuss, aber gut, es war dann einfach nur ein Distanzschuss, aber dann halt dieser Kopfball jetzt am Ende. Er ist halt auch kein Kopfballmonster, aber oh mein Gott. Schön rausgespitzelt von wem auch immer das war, und das war scheiße. Und Abseits auch noch, sehr schön. Da hat er Glück. Gemacht mit Ginter. Warum läuft denn Tully so auf Außen? Was ist denn hier schon wieder passiert? Jedes Mal die gleiche Scheiße. Ich habe keinen einzigen Schuss dazu bekommen in der ersten Hälfte, sehr geil. Ich weiß nicht, ob der Gegner dazu bekommen hat, habe ich nicht drauf geachtet. Könnte sein. Toller Pass. Das war leider mein Fehler. Scheiße, verteidigt von mir. Oh, ich Idiot. Es war mein Fehler, es war mein Fehler, es war mein Fehler, es war mein Fehler. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Oh, ich bin so blöd. Jetzt verlieren wir das Spiel wegen mir. Toll. Weil ich es beschissen verteidigt habe.
Fuck, wenn ich wusste, dass er den Pass so dumm macht, hätte ich natürlich nicht reingegrätscht. Aber egal, wir verlieren das Spiel wegen mir. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja! Ja! Lagertor mit Sokrates. Ja. Puh, wenigstens noch ins Elfmeterschießen retten. Aber wenn der Gegner gewinnt, dann gewinnt er verdient, weil, wie gesagt, es war einfach ein bescheuerter Fehler von mir. Zumindest insgesamt betrachtet gewinnt er. Es kann natürlich sein, dass er im Elfmeterschießen unverdient gewinnt. Falls wir jetzt noch ins Elfmeterschießen kommen. Goal for the visitors. Number 3, Socrates. Official has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Oh, wieso pfeifst du denn da ab? Ich hätte nur extra nach vorn gespielt, egal. Schießt die Elfmeter richtig gut bisher. Hat verdient gewonnen. Krass, ey, nach sechs Siege nach 10 Spielen, ey, das ist echt die schlechteste Weekend-Liga aller Zeiten. Ich spiele aber auch beschissen, aber wie gesagt, mit dem Controller, ich fühle mich auch nicht frei, das ist klar, ich bin total gehandicapt mit dem Scheißding. Ich kann nur versuchen, noch wenigstens, ich brauche noch 5 Siege, das ist krass, noch 5 Siege aus 10 Spielen. Das heißt, ich muss jedes zweite Spiel gewinnen, um wenigstens fürs nächste Mal qualifiziert zu sein. Das ist halt schon heftig. Also dann muss das zweite Mal werden, dass wir Gold 3 werden. Oh, ich habe es echt geschafft, bis FIFA 18 nie unter Gold 2 zu sein. Und jetzt schaffen wir wahrscheinlich das direkt zum zweiten Mal, in FIFA 18 nur Gold 3 zu sein. Das ist echt scheiße. Okay, ist kein guter Spieler. Also nicht, weil ich jetzt das Tor geschossen habe, sondern vorher, wie er verteidigt hat. Nehmen wir mit den Sieg, nehmen wir mit. Ja, ist arrogant und bla, ich werde wieder verlieren deswegen, aber ich sah es trotzdem. Schießen jetzt ganz schnell noch ein paar Tore, damit er abbricht. Ich bin so blöd, ey. Schön rausgegrätscht und dann so ein Fehlpass.
abgehalten von Sirigu. Danke. Schön gespielt. Jetzt noch ein schnelles drittes und er bricht ab. Jetzt hätte ich gerne Gnabry. Ein bisschen Pace oder Mertens, ein bisschen Pace wäre jetzt nicht schlecht. Trotzdem gut gespielt, auch ohne die Pace. Hat er nicht zum Tor geschafft. Oh, was hat er denn vor? Und dann sowas, und dann sowas. Aber Hauptsache vor eine Stunde warten. Sehr geil. Och nein. Sollte der Pass nicht hin, aber schön, dass Perisic den Kopfball gewinnt. Schade. Es hätte vielleicht ein Abbruch sein können, wenn wir da getroffen hätten. Noch ein bisschen Glück. Boah, was für eine Bombe von Perisic! So, jetzt wollen wir mal noch ein bisschen die Kamera jubeln, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Ärger und mehr abbricht. Komm ran jetzt hier! Und jetzt schön ruhig, oder was? Schön ruhig. Ei. Was für ein Ding, ey. Ich wollte eigentlich flach schießen, aber er hat direkt die erste Schusseingabe so krass angenommen. Ich glaube, das war kein Flachschuss. Und dann totale Bombe rausgehauen. Sehr geil. Schönes Tor Perisic. Aber bricht nicht ab. Scheiße, Mann. Schlecht eingeschätzt. Aber ich habe echt gedacht, in der ersten Halbzeit gegen ihn 3 Tore reicht. Dann habe ich mich wohl geirrt. Da kommen 4 des... Ah, jetzt kommt schon die Wutgrätschen, sehr schön. In 4, das muss doch mal dazu führen. Schade. Schade.
Dann kann er so lange rumeiern, wie er will. Am Ende ist der Ball bei mir. Schade. Und oh, jetzt das vierte, das wäre es, denke ich, gewesen. Na also, jetzt aber, komm. Es wäre übrigens fast ein Doppelpack gewesen von Perisic. Aber so kriegt der Abpraller oder den Abstauber halt Brozovic. So, jetzt aber, komm, jetzt breche ab, verdammt. Er will nicht abbrechen, oder? Fuck! Ich mache das nicht, um den Gegner zu nerven, sondern ich will einfach Zeit sparen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und mich freue, wenn der Gegner mal abbrechen würde. Jetzt bitte, komm, es ist Halbzeit, jetzt brech ab, 4-0. Tu mir den Gefallen. Du hast einmal geschossen, Junge, du hast doch keine Chance, bitte brech ab. Ach, er bricht nicht ab, er wird halt lieber noch ein paar Wutgrätschen auspacken, jetzt in der zweiten Hälfte. Ich glaube, wir können jetzt auch noch 10 Tore schießen, er bricht trotzdem nicht ab. Schade. Das war geil. Ach, ich komme, ich spiele jetzt anständig, weil ich habe jetzt keinen Bock hier wieder einen Anschlusstreffer zu kassieren, einen Ehrentreffer zu kassieren, weil ich scheiße spiele und dumm rumgrätsch. Ich spiele jetzt wieder anständig weiter. Aus Respekt auch vom Gegner. Schade. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir Handanovic zu holen, aber er ist zwar nicht mehr so teuer, aber er wird, denke ich, auch noch mehr am Preis fallen und ist nicht wirklich viel besser als... Verstehe ich nicht, warum da nicht Perisic rangeht. An dem war auch logischerweise der Pass eigentlich gedacht. Und er hätte ihn viel geiler einschieben können. Tunnelt. Ja, genau, er hat dann mich doch dagegen entschieden, Handanovic zu holen, weil Sirigu steigt eventuell noch im Preis, Handanovic wird weiter fallen und so viel besser ist Handanovic nicht, da bräuchte man dann schon die Inform. Und eigentlich wollte ich ja auch dieses Jahr nochmal irgendwann Buffon spielen, weil es ja seine letzte Saison ist, quasi als Respektbekundung und aufgrund der Möglichkeit, ihn das letzte Mal spielen zu können, wollte ich eigentlich Buffon irgendwann mal im Tor stehen haben. Au.
Augen tun weh. Irgendwie muss ich da mal noch einen Tee trinken, ey. Ich hätte einen Laufpass spielen sollen. Abseits. Scheiße, es ist kein Abseits. Ich hab geschossen, ach, ich Idiot. Aber ich glaube, ich hätte eh keine großartigen Meter mehr machen können. Na komm, spiel deinen Ball raus, mir egal, wo du ihn hinspielst. Ist irgendwie langweilig geworden, das Spiel. Versucht hier krampfhaft auf Teufel komm raus, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Sag ich doch. Krampfhaft und aus allen Positionen schießt er jetzt. Ich schaffe aber auch keine geile Torschance mehr zu generieren. Ja, dann immer hier irgendwo im Gewühle den Ball. Schon wieder, aber immerhin. Klär dann nicht diesmal weg. Wollte auf Garantie auch nicht, aber hat halt den Button gedrückt gehabt. Ach, da wollte ich nicht hinpassen. Hat ein bisschen Pech. Hätte sonst eine sehr gute Torschance gegeben. Letzter Angriff, vielleicht schaffen wir noch eins. Egal, 4-0 gewonnen. In diesem Sinne, ich mache jetzt meinen leckeren Tee und ja, mein Controller ist wieder ausgefallen, weil ich auf den Tisch gelegt habe, aber es geht gerade nicht anders. Jetzt kann ich auch nicht weiter drücken. Ach, fuck, Mann, egal. Also bis dann, euer Paxis. Hallo, geh wieder. Das ist echt zum Kotzen, ey. Fuck! Jetzt geht er gar nicht mehr. Jetzt geht er wieder. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis.